Ja, hier ist mal wieder die Axt. Lange nicht mehr gehört. Ja. Und ja, ich sage auch mal, The Forest. Ja, geht ein bisschen müßig dahin momentan. Ja, bleibt mir nicht viel zu sagen. Patch-Intervall sieht man hier ganz gut. Ja, 30 Tage. Direkt mal bis zum nächsten Monat was hin. Scheint wohl doch ein bisschen der Intervall erhöht geworden zu sein. Ja. Alles ein bisschen ruhiger um The Forest, sag ich mal. Ne? Aber wir starten hier gleich los. Ich sag's auch gleich vorweg. Ich hab absolut keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Ja. Und ja. Wir starten direkt los. Wir gehen rein. Über die Intro-Sequenz, die lasse ich diesmal an. Ja, ich habe da ein kurzes Bildchen gesehen von, soll ein bisschen besser sein hier vom grafischen Stil. Und wir gucken uns natürlich auch ein paar andere Dinge an, gucken wie das Spiel so läuft. Ja. Aktuell lädt das Dingens hier noch. Oh, wunderbar, da sind wir wieder. Hier bei The Forest. Flugzeugabsturz. Oh, haben wir überlebt? Merkwürdig. Ich sammle hier auch gleich ein paar Teilchen ein. Blutverschmierte Hand, minus 1 Grad. Außentemperatur, ja, auch ganz nett. Aussehen tut sie aber nicht ganz so. Hm. Ja, da haben wir auch schon die Tür, ja, ganz neu hier eine Tür ran gemacht. Ist mit diesem Update 9 nicht gerade, ja, hier auch, nicht gerade das Wichtigste vom Wichtigen hier. Ja, ja, Absturzschelle kennen wir ganz gut. Ja, die Hasen sind ziemlich flink unterwegs. Ja, ich finde es auch gerade ganz komisch, in einem Patch Notes zwar zu lesen, beziehungsweise die Entwickler meinen hier in einem Patch Notes, ja, die Chance, dass sich hier Tennisbälle in den Koffern finden, ist stark verringert worden. Ja. Ersten Koffer auf, mit dem ersten Spiel hier, was haben wir drin? Tennisball, gut. Ja. Natürlich ist es nicht so gut. Aber ich versuche es dann dennoch hier positiv zu betrachten, auch wenn ich hier jetzt diesen Alkohol, ich will mich besaufen, ja, und das jetzt hier ziemlich verzweifelt. Ja, ich denke mal so viel, oh, ja, ich bin ja auch selber ein bisschen blöde. Can't carry any more rocks, can't carry any more booze, ja, und booze ist natürlich hier ganz klar der Alkohol. Da sind wir dann ein bisschen bedöselt. Ne? Ja, haben wir vorhin auch gesehen, ganz nett hier auf der Außenwand, nicht gerade ja, hochauflösend. Obwohl ich hier an und für sich, ja, gucken wir rein. Ne? In 1920-1200 Spiel. Ja. Karnickel auf jeden Fall, bei denen sieht es jetzt so aus. Die kann man nicht mehr nehmen. Hier einfach nehmen, im Vorbeilaufen, den muss man extra fangen.
Das gehört auch zu den Neuerungen dazu. Ja, ich möchte hier einfach nur ein paar Dinge einsammeln. Ich habe hier noch gar keinen Lurch gesehen. Komisch, Texturen verziehen sich ab und an ein bisschen. Gut, hier noch ein Köfferchen. Irgendwo kam hier da eine Feder runter. Oh ja, da ist der Lurch. Ich habe irgendwo was von gelesen, die Tiere sollen vor einem weglaufen und sie sollen wegfliegen. Ich denke mal, das funktioniert hier auch ganz gut. Ja. Ja, das auch neu. Hier, das sieht jetzt anders aus, die Textur, ja, von der Lurchrüstung. Boah, legen wir uns gleich an, ist doch logisch, ne? Ja. Sieht auch schick aus. Lurch, wo kommst du her? Yay! No, ab geht die Lotze, da fliegt er wieder durch die Gegend. Lurchi! Oh. Gut. Doppelt so blöde. No. Hauptsächlich mal ich selbst. Hab das Viech dann doch nicht getroffen. Hier ein paar Stöckchen. Und ich denke mal, wenn wir hier auf Hasenjagd gehen. Geht das auch ganz gut. Ja. Steinchen. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Vögelchen. Birdie. Birdie, Birdie. Gut, ich laufe auch jetzt mal ein bisschen hier durch die Gegend. Und wer mich ein bisschen kennt von meinem Spieleverhalten her, der wird natürlich auch Bescheid wissen hier, was das betrifft. So eine Art Heimsucht. Ja. Ich habe es ja immer ein bisschen mit der großen Bucht vorne. Da lege ich mich tatsächlich des Öfteren gerne mal irgendwo hin oder rein. Gut, im letzten Let's Play, da haben wir an vielen verschiedenen Orten mal eine Unterkunft hier gehabt. Ja. Ja, grafisch, denke ich mal, hat sich nicht allzu viel getan. Ja. Ja, es lädt hier so komisch nach, beziehungsweise stellt die Grafiken erst ein bisschen später dar. Auch manche Umgebungsbereiche verändern sich von der Beschaffenheit. Ob das jetzt hier 5 Grad schräg runter geht oder ein bisschen mehr oder weniger, das lädt hier auch ein bisschen später erst nach. Gut, Wasser sieht ganz nett aus, ja. Schönes Wässerchen kennen wir ja schon. Ja. Hase, was machst du hier? Ja. Ja, habe ich dich erwischt, mein Lieber. Ja. Ja, was auf jeden Fall noch vorhanden sein soll, das habe ich jetzt in der Zwischenzeit, habe ich das gehört. Dieser One-Hit-Bug, ja, das soll hier auch noch vorhanden sein. Fliegt hier wieder großartig durch die Gegend, vor allem wenn man hier einen Kannibalen oder ähnliches teilt. Ja. Für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ist so wie bei Facebook, ja, wenn wir hier in The Forest Kannibalen teilen, dann ist das hier wie bei Facebook, wenn man hier einfach was teilt, ja. Ich teile das mal. Alle klicken zum Liken. Natürlich nicht, Scherz beiseite. So, wir machen jetzt hier weiter mit The Forest. Ich komme hier ganz raus. Ich sag mal, was auch neu gegeben hat. Oder was neu hinzukam, ist Stealth. Ja. Ein bisschen schleichen und verstecken. Das soll jetzt angeblich um einen großen Ticken besser funktionieren.
Gegner, die sehen einen nicht mehr so wirklich oder müssen einen suchen. Wenn man sich versteckt, gerade auch geduckt halten, ist ein Tipp der Entwickler, schön geduckt. Ja. Bleiben, werden, wie auch immer. In den Büschen verstecken, hinter Felsen und auch Bäumen. Ja. Soll jetzt hier wirklich einwandfrei funktionieren? Kann ich nicht mehr aufnehmen, nehme ich ein paar Münzen mit. Ja. Steinchen. Ja, das funktioniert hier auch mit dem Waffenwechselsystem. Ja, angeblich ist das eben laut den Patch Notes verbessert worden. Ich denke mal, ich hatte jetzt bisher nichts, wo ich ins Inventar musste, um. Oh, ich wurde entdeckt. Ja, um was selektieren zu müssen. Die haben mich hier auf jeden Fall entdeckt. Oh, ja. Ja, wichtig ist auch, das hatte ich auch in den Patch Notes gelesen, wenn man hier nach unten guckt, sind die Arme ein bisschen verändert worden, so dass das mit dem sogenannten Clipping nicht mehr ein Problem ist. Das heißt, die wirken hier nicht mehr wirklich abgeschnitten. Ja, die Musik läuft hier noch immer. Neue Todesmusik, wenn man stirbt, nehme ich mal an, ist das, gibt's auch. Da oben sind wieder Kannibalen. Ja, ich mich vorher mal umdrehen sollen. Aber ich hoffe, dass die mich nicht gesehen haben. Gut, aber wenn, ist ja noch immer Stealth angesagt und die Kannibalen, die legen jetzt auch hier Büsche um und allerhand Grünzeug. Wenn sie wissen, da ist einer irgendwo und den suchen sie. Ja. Das soll hier wirklich ganz gut funktionieren. Ja, einige neue Modelle gibt es auch, da habe ich jetzt nicht viel von gesehen. Beziehungsweise Texturen teilweise auch. Das haben wir ja schon. Ja, hier. Ja, bei diesem, bei der Haut. Ja, ich denke mal hier Arme, Beine, das sieht auch alles etwas anders aus. Ah, ich höre schon wieder. Ja, gut. Oha. Das geht ein bisschen zäher. Ja. Träge muss man auf jeden Fall sagen. Das ist wirklich träge. Ah, ich fress hier mal einen Riegel. Ja. Ja, gut, viel Energie kam da jetzt nicht bei rum. Von allem ein bisschen was. Ja, und ganz neu auch, gibt ein Waffenaufrüstsystem, beziehungsweise überhaupt ein Aufrüstsystem. Ich weiß auch nicht, noch nicht ganz, wie das funktioniert. Auch ganz neu ist hier die Kombination aus Kopf und Bombe. War das nicht Kopf und Bombe? Ja, ein neues Modell hier für die Zähne. Mit denen kann man auch was machen. Ich probiere jetzt hier einfach mal Kopf, Bombe, Münze. Nee, auch nicht. Ja, gut. Bin aktuell halt nicht. Ja, da drüben sind sie schon wieder. Und ich denke mal hier am besten ist, wir verschanzen uns irgendwo. Ja, wo wir in Ruhe ein bisschen was bauen können. Ja, hier haben wir ihn, endlich habe ich ihn mal drauf, ja. Da, wenn ich vorstellen darf, dass mein lieber Hai-Verdoppelungspack, ja, funktioniert überall dort, wo dieser Hai rumliegt. Ja, toter Hai. Muss nur mit einer etwas hohen Geschwindigkeit in den Hai reinlaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob das an einem bestimmten Punkt oder Areal ist. Was auch immer. Ja, auf jeden Fall backt das hier dann mächtig ab. Da gibt es erstmal die Art Super Punch, den man schon kennt. Man fliegt hier quer durch die Gegend. Und ja, der Hai wird zu zwei Haien. Ja, haben wir schon Kannibalen. Und für sich möchte ich einfach nur meine Ruhe haben, ja. So. Oh ne, lass erst mal gucken. Ja, sieht aber auch ganz anders aus hier. Die moderne Axt, ne? Die sieht hier viel geschmeidiger aus. Einfärbiger, sag ich mal. Ne? Gut, die kreischt jetzt ein bisschen hier rum.
ich mache hier mal kurz einen Prozess. Ja. Gut. So, ich probiere das hier einfach mal aus. Ne? Was haben wir hier neu? Da gibt es auch ein bisschen was zu bauen. Bonfire. Ja. Quasi das Festfeuer ist das. Ist jetzt hier neu dabei. Ey, wir probieren das einfach mal aus, denke ich. Ne? Ja. Bisschen Hölzchen, bisschen Stöckchen. Ja, Waffenwechselsystem funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob das schon vorher der Fall war. Ich denke mir hier beim Draufknallen, da fliegen hier wirklich noch Teile runter. Ja, Blätter und dergleichen. Gut, so, paar kleine Stöckchen, alle eingesammelt. Ich sag mal, gut, der erfahrene The Forest-Spieler würde sagen, nee, Alter, das hast du doch nicht echt gemacht. Da verlierst du doch viel zu viel Zeit. Ah, weiß ich. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Stöckchen kann man überall aufheben, das ist klar. Aber dennoch, es gibt hier den einen oder anderen Baum. Der sieht hier ganz lukrativ aus. Ne? Yay! Up, up and away! Oh. Ja. Nee. Ja, nee. So, wichtig ist auch, ich möchte natürlich nicht gerade einen gewissen Zeitrahmen überschreiten müssen beim Let's Play, wie schon beim letzten Mal angesprochen. Let's Plays sind natürlich immer irgendwo eine Sache, die ein bisschen Zeit benötigt, beim Aufnehmen sowie auch beim Gucken. Ne? Ja, und ich denke mal, ich kenne das ja auch von mir selbst. Man hat doch immer irgendwo zu wenig Zeit für alles. Und quasi nie kann es genug sein. Ja. Denke ich mir, da können wir das auch gemeinsam ein bisschen hinbekommen irgendwie. Dass wir uns da hier nicht überstrapazieren gegenseitig. Ja. Und dann bekommen wir das hin. So, ein Hölzchen brauche ich noch, ein größeres. Ja, da kommt es auch schon runter, aktuell gerade in eine falsche Richtung. Ich weiß auch nicht, ja, das war vielleicht gar nicht mal so blöde. Ja, nee, das passt, das ist ganz gut. Denke ich mal. Jawohl, hier gibt's ein Festfeuer. Wo jetzt? Festfeuer? Ist das das Festfeuer? Nicht wirklich, oder? So, einfach mal ein paar Blätterchen geholt. Ja. Ich denke mal, das soll so. Ne? Ein bisschen abwarten, bis es hier Nacht wird. Und dann irgendwann geht das hier schon dahin. So. Gut, da haben wir alles durch.
das Feuerchen, ja hier, Festfeuer, ja, Bonfire, haben wir schon gehabt. Mittlere Hütte ist jetzt auch mit der Türe behoben, ja. Hier gibt's das Alpine Treehouse. Ja, ich denke mal, in den Patch Notes war das doch heute ganz anders erwähnt im Original. So wie das erwähnt wurde, kam das einem Baumhaus im Ferienstil war das. Ja, im Ferienhausstil kam das gleich. Finde ich auch ganz nett hier. Ja. Die Blaupause ist jetzt rot. Ja, das war das? Nee, das war doch vorher nicht schon so, ne? So, das Dingens hier will jetzt ein paar Hölzchen mehr von mir. Oh Menno. Ja, das war jetzt wieder irgendwas. Oh nee. Ja, ich mache hier einfach mal weiter. Denke ich mal. Nee, muss was trinken. Ausdauer ist hier schon ein bisschen angeschlagen. Gut, hier laufen auch wieder die Kannibalen rum. Ich denke mir hier, die wollen mir langsam mal ans Leder. Hier muss ich ran. Ja, der will aber ganz schön viel von mir. Na, 32? Ja, ich denke mir doch, da läuft hier doch einer rum die ganze Zeit, ne? Du kannst mich hier mal ganz gewaltig. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Und dann ist auch gut. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Und dann sind wir die besten Freunde, dann kommen wir auch ohne Probleme miteinander aus hier. Ja? Ich denke, es wird hier wirklich rasch wieder Zeit hier, dass hier Tag wird, ne? Ja, gut, wie das mit dem Upgraden geht, hier dem Waffenaufrüstsystem und was weiß ich noch alles. Das ist eine gute Frage, muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich sag, da könnte ich mir vorstellen, extra Let's Play dazu zu machen. Einfach mal ein bisschen herzeigen, wie das funktioniert. Ja, natürlich unter der Voraussetzung, ich habe es hier selbst rausgefunden. Im Hintergrund sehen wir auch, da ist schon wieder ein Wahnsinniger unterwegs. Die Musik wird bedrohlicher. Ich denke mal, dass die Ankündigung, dass ich hier bald sterben muss. Aber irgendwo denke ich mir, ey Menno, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich mache hier ein Let's Play, ja? Ein bisschen Respekt, denke ich mir, kann doch wohl noch drin sein. Ne, die beginnen hier jetzt hier. Was machen die denn hier? Ich weiß nicht, die tanzen hier um mich rum. Ist in Ordnung. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Lasst mich einfach ein bisschen hier. Ich tue euch nichts. Haben wir ja alles schon besprochen. Ja. Ja. Das
Das ist doch mal wieder ja, das ist eine nette Sache, lange nicht mehr gesehen. Ja. Sternklare Nacht. Wunderbar. Das ist für mich persönlich eine Verbesserung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich hier wieder eine schöne, ordentliche Nacht angucken darf. The Forest mit dem Sternenhimmel. Nicht immer Nebel hier. Muss ganz ehrlich zugeben, das nervt mich ein bisschen. Ja. Ja, da geht's hier aber wirklich. Ja, gut, die verprügeln sich. Ich halte mich hier einfach mal raus. Die haben hier mit mir ja auch wirklich nichts zu schaffen, wie es aussieht. Aber das fließt hier auch ganz schön runter. Ja. Gut, back to business. Hätte ich mal gesagt. Ja, man weiß es nicht. Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Ja. Oha. Das Ding hier sagt, ich muss was essen. Ein Riegel gefressen muss vorerst mal gut sein. Oh, ich denke mal, das hat ganz gut geklappt. Ja, nee. Wie heißt denn hier so schön, dass wir den Tag nicht vorm Abend loben? Ach. Menno. Oh. Ja. Ja, du bist ein schönes Vieh. Ein wunderschönes Vieh. Ich glaube, ich werde hier nicht mehr. Tatsächlich sind das wirklich abartig schöne Tiere. Auf einmal waren die hier. Unglaublich. Ja, dann darf ich euch hier quasi auch ganz unerwartet vorstellen. Hier das neue Tier in the Forest. Ja, das Wildtier. Ja, finde ich ausgezeichnet. Gefällt mir wirklich ausgezeichnet gut. Ja, ich habe hier auch ein Wildtier, das nennt sich Hauskatze. Ich denke mal, hier sind gerade die verrückten 5 Minuten des Tages angesagt. Gibt wieder hier bedrohliche Musik. Wo muss ich hier noch? Oh ja, ein Wildtier. Wildtier, bleib bei mir. Nein. Oh Mann, ist das ein schönes Tier. Ja, du kannst mich mal hier. Lass mich doch in Ruhe. Ich will mir hier ein Vieh angucken, ja. Gut, ich denke mal, jetzt ist hier langsam mal Schluss mit lustig. Er geht mir hier auf den Nerv. So, nur ist gut, ne? Jetzt reicht's mir hier ein bisschen schon. Oha, ja. Nehmen wir gleich mit. Ist das Aloe Vera und Tree Sap, genau. Was ist hier Tree Sap gewesen? Wird das angezeigt? Aloe Vera. Oh, schwacher Speer. Nö, ja, nö. Leaf. Tree Sap. Das der Rindensaft oder auch Baumsaft, wie auch immer. Kann ich hier mit. Kann ich das? Nö. Ja, ich denke mal, das geht hier nicht einfach so.
umfällt. Ja, wunderbar. Direkt mal in die richtige Richtung. Ja. Das war eher mehr ein Kunststück hier. Als eine schlaue Sache. Ja, muss man hier auch kurz das Katzentier streicheln. So. Und weiter geht's. Oh, wieder irgendwo einer. Menno. Oh, ich denke mal hier, die Kannibalen sind hier fast schon unermüdlich, ja. Mensch, ihr geht mir auf den Nerv. Ja, der hat hier mal hier zwei Zähne ausgespuckt. Da kann ich auch noch Zähne rausnehmen. Ja, das ist auch neu bei The Forest. Hier, einen noch, ne? Und jetzt hier noch ein paar Hölzchen. Die holen wir uns jetzt geschickt aus dem Wald. Ja, ist auf jeden Fall auch ganz neu, wie gesagt. Man kann hier Gegenstände aufnehmen, die von den Gegnern sind. Fallen gelassen wurden oder ähnliches. Oder eben, ja, ich sag's jetzt mal einfach so brutal, wie es ist, aus ihnen rausgeprügelt worden, ja. Worden sind. Oh, 10 Stöcke. Ja, wunderbar. Das war früher, denke ich mal, auch nicht so. Da konnte man 9 Stöcke im Inventar haben, plus 1 in der Hand halten. Jetzt will ich mal direkt hier die Axt in der Hand. Oh ja, genau. Das hier schon schwarmartig. Na, ihr habt ja alle einer dabei. Ja, so. Gut, ich speichere hier auch ganz flott mal ab. Ist mir nicht mehr ganz geheuer. Aber hier, das Domizil Baumhaus im Ferienhausstil. Ja. Ich sag mal wirklich, das war jetzt hier, denke ich, der beste Zeitpunkt, um das Dingens hier fertigzustellen und abzuhauen. Ja. Die haben sie ja nicht mehr alle. Guckt euch mal das an. Ja, das hier wie ein verdammter Ameisenhaufen ist das. Das ist ja echt nicht normal. Gut, was haben wir hier noch? Wir hatten hier das Baumhaus im Ferienstil. Was gibt's hier noch Neues zu bauen? Ja, wie gesagt, mittlere Hütte. Tür fällt nicht mehr raus. Zumindest sollte das gefixt sein. Oh, Defensive Spikes. Das sind hier diese Abwehr... Stacheln, glaube ich, war das. Ja, da haben wir auch dieses Ferienhäuschen. Ja, ich denke mal, da ist viel zu bauen. Na, die Hasenfalle. Gute Sache, gute Sache. Das auch hier die Blaupause, die wir schon mal gesehen hatten. Das Trockengestell, ja. Da lässt sich hier das eine oder andere trocken. Und dann sind wir wieder am Anfang. Ich denke mir, wir bauen hier noch was Schönes. Ja. Und was wird das hier sein?
das hier, ne? 9 Hölzchen. Aber ich denke mal, erst wird das hier. Ich sag hier einfach mal goodbye, weil es geht hier wirklich nicht mehr. Ja. Ja. Jetzt hänge ich hier irgendwo drin fest. Nee. Ging wirklich nochmal gut. So, einmal Medizin, ich sehe aber nichts. Boot besuchen, eine gute Idee. Jetzt wird es hier wieder taghell. Und wir gucken einfach mal, was das Boot hier noch zu bieten hat. Und ich denke mir, wenn die Zeit noch reicht, ja, ein bisschen später. Wenn die Zeit hier noch ausreichend ist, dann würde ich sagen, probieren wir das aus mit dem Speichernladen. Wo ist das Boot? Ja, das sieht mir hier nach einem Grafikfehler aus. Ist jetzt. Ja, das sieht hier aber wirklich interessant aus. Das sieht hier aus wie so eine Klarsichtfolie drüber gelegt. Ja, gut. So. Mal gucken. Gibt es hier noch die Haie oder gibt es sie hier nicht? Ja. Unten gibt es so allerhand. So, alles mal mitgenommen. Uff, ja, eine meiner Spezialitäten hier. Direkt mal wieder rausgesprungen. Inventar. Ich habe hier Schrittgeräusche. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ja, das Ding geht hier nicht mehr. Ja, wunderbar zu sehen. So, wunderbar. Wir bauen auch mal direkt hier die Abwehrstacheln auf. Defensive Spikes nennt sich das hier. Ja, was gibt's hier noch viel zu sagen? Wir haben im Prinzip auch schon ganz viel gesehen, ja. Da war hier auf jeden Fall einiges. Einiges, das hier neu dazugekommen ist. Das haben wir schon gesehen. Das ist wunderbar. Ah ja, genau. Das hier ganz neu, wenn man hier einen Schädel nimmt, ja, und den ins Feuer legt, bekommt man hier quasi einen Kopf, ja. Tatsächlich einen Kopf, einen Kannibalenkopf. Wenn man den ins Feuer legt, bekommt man hier einen Knochenschädel für. Ja. Herr Moosbaum, ich begrüße Sie. Das ist wunderbar. Da können wir mit arbeiten, hätte ich gesagt. Ne? Ja. Und jetzt kippt der Baum gleich mal um. Ja, nett. Ja, ich denke mal hier, wir haben den Bug auf jeden Fall noch drin. Das wäre hier einfach komisch weggeschleudert. Für ein wunderbares Tier.
Ja, Waschbären sind auch wieder dabei. Mann, oh Mann. Das ist ja wirklich wunder wunderschön. Das erfreut mich zutiefst hier. So wunderbare Tiere zu sehen. Ich sag mal, das hier wirklich der Vorteil, einer der vielen Vorteile. Ich sag mal, der modernen Zeit. Ja. Es lassen sich jetzt tatsächlich schon gute Bilder am heimischen Computermonitor schaffen. Hinten ist ein Kannibale rumgelaufen, dem will ich jetzt natürlich nicht in die Arme laufen. Hinten links sieht man ihn noch leicht im Bild, denke ich mal hier. Ja, Baumstämme goodbye. Die fliegen hier alle irgendwo in der Gegend rum. Ja, ich krieg auch immer wie ein Verrückter, nicht wundern. Und diese Logitech-Maus ist natürlich auch nicht gerade die allerschnellste, allerleiseste. So. Oh. Ja, die Wasserschildkröten, die sammeln sich jetzt auch schon hier an. Ich denke mal, ich hole mir hier noch zwei. Die liegen hier aktuell auch ein bisschen rum. Und hier den einen noch. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, komisch, kann ich durchlaufen? Ich sag mal, mir ist das natürlich persönlich absolut egal, solange hier die Kannibalen nicht durchlaufen. Also, da wird es ja richtig hässlich dann sonst wieder. So. Ja, und jetzt machen wir einfach mal den Hasenkäfig. Hasenkäfig. Ich weiß nicht, was man hier im späteren Spielverlauf trocknen könnte, müsste, sollte. Und ich denke mal, ich will uns hier einen schicken Hasen fangen. Ne? Oh, nette Tierchen, wirklich. Oh, genau, jetzt ist mir auch an und für sich aufgefallen. Es gab hier noch grafisch noch gar keinen Hänger zwischendrin, ja. Aber ich denke mal, die sind da jetzt wirklich dran bei The Forest, die Jungs und Mädels von Endnight, dass da ein anständiges Spiel draus wird, ne? Ich mit dir. Ja, fertig ist er. So, jetzt muss da nur noch ein Kanickel reinlaufen. Was will das hier? 18 Stöckchen. Ich bastel hier auch mal das Trockengerät hier ran und gucken, was bei rauskommt. Ja, bis da ein Häschen reingelaufen ist. Nee. Ja, das haben wir jetzt verpasst. Das ist auch ganz ratzfatz gegangen. Was war das jetzt hier? Ich kann die Falle, kann ich hier wieder zurück? Oder wie? Naja. Ich nehme hier mal den Hasen raus. Kann ich den wieder reinmachen?
Ja, die Falle setze ich hier zurück. Mit E, den Hasen kann ich rausnehmen, aber wie es aussieht, nicht mehr reinstecken. Das Vieh sieht mir auch ein bisschen bepelzt aus. Ich weiß nicht. Hier runter mit dem Vieh. Und mach, dass du hin fortkommst, ne? So, jetzt noch ein Riegel. Ja, ich denke mir, es geht mir hier langsam ein bisschen überall die Energie aus. Eigentlich möchte ich dann auch noch ein Shelter bauen. Oder ich laufe den ganzen Weg zurück. Na gut, ich könnte auch mal kurz rüberlaufen, so den Koffern und ein bisschen Köfferchen holen gehen. Ich denke mal, das ist wohl die bessere Idee. So, mach hinne jetzt. Gut, das gefällt mir wiederum. Ja, in der letzten Version war das dann tatsächlich so, dass gerade hier die meisten Koffer geöffnet waren. Ja, die fliegen auch hier mächtig durch die Gegend. Wir haben auf jeden Fall hier ein paar Fehler wieder drin. Die gab es auch schon in vergangenen Versionen. Ja, finde ich, ist jetzt nicht weiter schlimm. Solange das nicht jetzt hier gravierende Fehler sind. Aber gut, wir werden das rausfinden. Ja, also auf jeden Fall rausfinden werden wir das. Fertig ist es. Ja. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, was man hier rauflegen könnte. Mir ist natürlich auch die ganze Zeit hier kalt. Komm jetzt hier irgendwo hin. So. Stöckchen. Überall ein bisschen was. Gut, ich sag mal, alle Gebäude kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Ich lege mich auch mal quasi ins Bett. Ja, schön hier. Sonne, Mond, was auch immer. Und werde auch das Spiel für einen Moment verlassen. Ja, nur ein Momentchen. Und auch quasi direkt wieder hineinstarten. Und ich sag mal, wir laden das Teil. Ja, und in der Zwischenzeit kann ich sagen, gut, wir haben gesehen, die neue Hasenfalle, dass das mit den Hasen jetzt mit Hochnehmen einfach nicht so funktioniert, wie das davor war. Die neuen Wildtiere haben wir gesehen. Wir haben gesehen, es gibt ein paar Gebäude. Ja, neu, alle kann ich natürlich nicht bauen. Hier und da sind ein paar Texturen und auch neue Modelle quasi. Ja, die so ein Model, wie man hier sagt, im Fachjargon, im Spielebereich, wenn man hier was modelliert quasi, ne? So ein Modell, das man gebastelt hat. Da sind auch ein paar neue dabei. Waffen-Upgrade-System, wie gesagt, das ist jetzt auch dabei. Da gehe ich aber aktuell nicht näher drauf ein. Und hier Stealth, ja, da. Ja,
Da haben wir natürlich wieder den Fehler, das war jetzt ein Denkfehler von mir klarerweise, aber auch gut demonstriert in einem Let's Play. Schlafen gehen, ja, ist natürlich nicht gleich speichern. Wer speichern möchte, der nutzt natürlich die Taste C, ja, nicht mit Z, da wird nur gepennt, nicht gespeichert. So, Boot, ich sehe das Boot. Ich sehe das Boot. Ja, das möchte ich fast nochmal probieren. So, das geht auch direkt mal ganz flott, hätte ich gesagt. So, diesmal wird es die Taste C. Ich steige auch direkt aus und neu in The Forest ein. Ich mache mal wieder direkt Load. Oh, ich bin noch hier. Hauptsächlich bin ich aber auch gespannt. Natürlich, ein erster Test war erfolgreich, aber ich denke mir, ein zweiter Sicherheitstest kann nicht schaden. So hat's auch die ganze Welt gesehen, ne? Drehe mich um, das Boot ist da, freut mich. Ja, ich habe euch das meiste, wie vorhin erwähnt, bereits gezeigt. Das ist die neue Version. Ich bin mir sicher, hier gibt es auch hier und da ein paar Veränderungen in der Landschaft. Ist ein schönes Spiel wieder mal geworden. Und ich denke mir, in der Modding-Community, da wird sich auch wieder ein bisschen was tun. Und das geht ja auch ganz stark mit gutem Support aktuell gerade dahin. Ja, ich denke mir, den Rest werdet ihr entweder selbst rausfinden, in Foren lesen. Ja. Ihr wisst auch, da bin ich zu finden im Forest Survive im Forum.survivetheforest.net. Ja. Wenn es Fragen gibt, einfach mal vorbeigucken. Und sonst haben wir auch die neuen Sachen dort. Und ich sag mal zum einen oder anderen Thema, finde ich sicher noch ein Let's Play fürs nächste Mal. Ich sag danke fürs Zugucken. Tschüss, das ist die Axt im Walde. Ja. Grüße an alle zu Hause, auch an die Mutti. Tschüss.